Vorredner beziehen, bitte. Ja, vielen lieben Dank, Herr Präsident, für den Hinweis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kage, ich hätte mich gefreut, wenn Sie versucht hätten, die Debatte zu verfolgen, aber das ist ja anscheinend leider nicht möglich. Wenn Sie davon sprechen, ich würde jetzt der Berliner Polizei pauschal Racial Profiling unterstellen, dann weise ich das zurück, und zwar ausdrücklich. Ich weise Sie darauf hin, dass ich gesagt habe, dass allein durch die Geheimhaltung dieser kriminalitätsbelasteten Orte dieser Vorwurf einfach in den Raum gestellt werden kann. Ja? Das ist ein Unterschied, das sollten Sie wissen, tun Sie anscheinend nicht. Ihre Argumentation bezüglich der Verlagerung von Kriminalität verfängt nicht. In einer solchen Argumentation müssten wir auch die Orte sämtlicher Polizeidienststellen in Berlin geheim halten. Ja? Ich habe das im Ausschuss gesagt. Wie mag sich wohl der Abschnitt 15, der in Laufweite zum Mauerpark ist, auf den dortigen Verkauf von Haschisch ausgewirkt haben? Da hat Herr Kant nur gelacht. Und Sie sprechen hier von der Kontrolle durch das Parlament. Und da wäre es schön gewesen, wenn Sie zugehört hätten. Ich finde das ja sehr bemerkenswert, dass Sie auf der einen Seite sagen, ja, ja, wir müssen das gar nicht kontrollieren. Ich meine, Sie hätten im Ausschuss auch noch gesagt, mich interessiert das auch gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wo diese kriminalitätsbelasteten Orte sind. Und dann sagen Sie hier, obwohl es kleine Anfragen gibt, die das Gegenteil zeigen, dass man ja irgendwann das mal kontrollieren könnte und da irgendwann mal zu der Erkenntnis kommen könnte, dass das doch anders geregelt werden muss. Wie denn, Herr Kage? Sie selber sagen im Ausschuss, es interessiert Sie nicht. Sie sagen im Ausschuss, ja, ja, die Polizei wird das alles ordentlich machen. Sie sagen hier in der Debatte, das ist schon alles super und das mit dem Racial Profiling ist an den Haaren herbeigezogen, weil das ist verboten und das gibt es nicht. Ich rufe sofort bei den Berliner Gerichten und den Staatsanwälten an, sage hitzefrei, steht doch in den Gesetzen geregelt, warum verstoßen denn da Leute gegen? Das ist, Herr Kage, eine Argumentation, die Sie eigentlich nicht nötig haben, weil ich Sie für intelligenter halte. Ich finde es sehr bedauerlich, wenn Sie auf der einen Seite sagen, es ist eine Maßnahme, die toll ist und wir können sie ja mal irgendwann kontrollieren, aber gleichzeitig im Ausschuss, und das hätten wir ja mal machen können als kleinsten gemeinsamen Nenner, selbst das war ja nicht möglich, dass wir den Innensenat dazu auffordern, meiner Meinung, auch gerne in geschlossener Sitzung, legt doch mal da, wie ihr das macht, legt doch mal da, nach welchen Kriterien das gemacht wurde. Selbst diese Forderung haben Sie nicht aufgestellt. Und dann gab es ja noch einen schönen Kommentar in der Berliner Zeitung. Wie wäre denn der 1. Mai heute, wenn es letzter Satz, Herr Präsident, wie sähe denn der 1. Mai heute aus, wenn Innenpolitiker vorheriger Legislaturperioden nicht darauf beharrt und gepocht hätten, dass die Polizei etwas an ihrer Taktik verändert. Wenn wir nichts machen, machen die nichts. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Herr Kollege Karge, wollen Sie antworten? Bitte schön, Sie haben natürlich das Recht dazu. Und bitte auch in der Antwort auf die Kurzintervention eingehen. Hitzefrei, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich's verdient. Ich finde auch, dass wir uns gegenseitig Intelligenz unterstellen, ist schon mal eine positive Grundeinstellung. Was ich allerdings doch klar sagen möchte, ist, Sie haben mich im Ausschuss entweder falsch verstanden oder falsch verstehen wollen. Es ging gar nicht darum, ob mich das interessiert oder nicht interessiert. Ich habe einfach eine Güterabwägung vorgenommen und habe gesagt, dass es eben nicht sinnvoll ist, wenn jeder in diese Diskussion sich einmischt, vom Politiker über den Bürger, über alle anderen Personen. Das war die Einlassung und nicht die Frage des Interesses oder Nichtinteresses. Und ich glaube auch nicht, dass es uns weiterführt, dass wir uns immer unterschwellig irgendwas unterstellen. Und natürlich ist das ein rhetorischer Trick, den Sie ja anwenden, so zu tun. Sie haben ja nichts vom Racial Profiling gesagt. Sie haben das nur mal als Gefahr aufgestellt gegenüber der Berliner Polizei oder für die Berliner Polizei sozusagen so eine Art, Interesse zu bekunden bezüglich dieser Frage, dass da nichts passiert. Ich sage Ihnen, wenn Sie diesen Begriff einführen, dann müssen Sie ihn auch durchgehend deklinieren. Und das heißt dann eben, Sie unterstellen der Polizei schon, dass sie Racial Profiling durchführt. Und ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, ich glaube nicht, dass die Berliner Polizei in der Gesamtheit, da sind wir bei Ihren 99%, die Sie in Ihrem Redebeitrag erwähnt haben, dass sie in ihrer Gesamtheit Racial Profiling durchführt. Aber wenn das 1% möglicherweise so etwas macht,
dann ist es Aufgabe natürlich des Polizeipräsidenten und der Innenverwaltung, dagegen eindeutig vorzugehen. Aber ich kann Ihnen eindeutig sagen, wir als Sozialdemokraten werden uns verwahren, dass solche Maßnahmen in Berlin durchgeführt werden wie Racial Profiling. Und wenn es zu einem Missbrauch kommt, dann wird der geahndet und dann kann man zu dieser Fragestellung reden.